Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier bei Kettle und Kopf. Mir ist gerade was eingefallen, was man machen könnte. Eine schöne Aufnahme. Machen wir gleich. Aber erstmal, ne? Hallo und herzlich willkommen zu einer Freitagsfolge. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Hoffe, ihr habt die Woche gut überstanden. Ich hoffe, bei mir das auch. Ich habe ja nächste Woche Spätschicht. Und schauen wir mal, ne? Und PT. Und jetzt wollte ich mal so eine schöne Aufnahme machen, wie jetzt so mal so schön. Ja, das geht ja hier nicht, ne? Ich dachte, ich kann mit dem Joystick mal so eine kleine Runde drehen. Muss ich aber erst machen. Ist halt so, ne? Für das Begrüßungsvideo theoretisch für Kettle und Kopf. Und bei das könnte man auch nehmen, ne? So wie jetzt. So kurz zwar ein bisschen, aber das ist immer. Muss ich mal schauen, wie es aussieht. Oder hier eine Lenkung. Ne, das geht auch nicht. Ja, gut. Versuch was wert. Probieren, wie es aussieht, aber ist eher nicht gefallen. So. Also für jedes Let's Play eine eigene Vorvideo, kann man sagen, von 7 Sekunden. Aber heute ist mal wichtig, dass wir die Folge fertig kriegen, ne? Dass wir die Sonntagsfolge schaffen. Anführungszeichen schaffen, ne? Wenn wir mit Tellern fertig werden. Aber das habe ich befürchtet. Das dauert so lange, ne? Und das ist jetzt ganz schwierig zu sagen, was machen wir jetzt am besten, ne? Das auf Dauer ist ja langweilig, ne? Zum Zuschauen, ich weiß nicht. Was meint ihr dazu? So, und das ist eine normale Zeit 1. Jetzt haben wir 9:18 Uhr. Ja, sind um 7:30 Uhr aufgestanden, man macht hier 2 Stunden gearbeitet. Zurückfahren, Trecker waschen, ne? Und den Gruppe halten, in die Tellermaschine. Was halt so gemacht werden muss, ne? Hinterher. So. Ja. Gerade überlegt, was ich machen wollte. Aufheben. Wie gesagt, oft denke ich auch, reif für den Urlaub, ne? Aber ich hatte ja gerade Wochenende gehabt. Ja, und das ist. Geben wir Gas per Hand. Ob das schnell wir hiermit ohne Dings fahren können, ne? Ob wir mit Vollgas den fünften fahren können. Der fünfte geht. Schnell fahren wir jetzt. Wir auch knapp 10, ne? Ich muss mal gucken, ob wir hier was. Das haben wir jetzt teilweise weg, ja, das passt. Hektar. Und 68% die Gruppe. Gesät 40%, nein, das stimmt ja so nicht. Das haben wir ja erledigt. So, was wollte ich gucken? Achso, mit Maschinen. Traktor. Ob ich den hier reparieren kann. Fuhrpark. Das ist der Benz 1080. Mal gucken. Verkaufen, den Einstein betanken, reinigen. Betanken können wir hier auch, aber wäre ungünstig, ne? Zustand 84%. Bergen müssen wir nicht. Wo könnte man reparieren? Also wir können hier nur verkaufen, reinigen und betanken. Beides ist noch nicht notwendig. Den Zustand reparieren. Das geht hier auch nicht. Vielleicht muss ich da speziell am Hof irgendwo hinfahren. Das könnte sein.
Wir machen weiter mit Tempomat. Damit Alleingas geht, gibt er auch nicht mehr als 12 km/h aus. Also Zustand 84%. Da könnte man reparieren, ne? Oder Wartung machen, aber wie gesagt, muss ich mal gucken am Hof, was da geht. Waschen auf jeden Fall. Aber jetzt werde ich richtig müde. 1, 2, 3, 4. Ja, gut, wir haben es auch geschafft, ne? Also ich jedenfalls. Das ist, wie soll ich sagen, bei der Spätschicht ein bisschen besser. Weil da habe ich jetzt zwar auch, da werde ich irgendwo müde, aber ich kann eigentlich früh lange ausschlafen. Was ich jetzt und am Morgen nicht machen kann. Ich kann ja bis 3:30 nicht ausschlafen. Das ist ja nicht möglich, bei mir jedenfalls nicht. Ich bin kein Frühmensch, also in der Beziehung. Ich kann sein, dass ich ganz leicht wach werde, ja. Ich stehe auch auf, so ist das nicht. Hab da keine Probleme mit. Aber ausschlafen, das ist eher so Zeit 7, 8, 8:30. Und wenn man sich dann gewöhnt hat, ist auch ganz gerne 10, 11:30, ne? Also obwohl ich eigentlich so lange nicht schlafen möchte. Aber wie gesagt, man früh müde, ein bisschen kann es noch und dann eine Stunde schnell getan. Ne? Wenn man was schaffen will, ist es besser, man steht früher auf. Ist ja so, ne? Ich glaube, ich könnte vorne ein bisschen schweres Gewicht gebrauchen. Glaube ich, weiß es nicht. Am nächsten Mal. So. Weiter geht's. Wollen wir heute noch fertig machen. Guck mal auf Leistung. 880 Watt. Mal sehen, wie der andere Rechner runtergefahren wird nachher. Ob das besser wird. Bestimmt. Letzte Zahl ist ja 850 Watt für einen Rechner und der andere hat jetzt die gleiche für den zweiten. Ja. Auch die Grafikkarten, die entsprechend Leistung ziehen, ne? Wo der Aufnahmerechner jetzt nicht laut ist, deswegen. Nur ist der Rechner, der wohl spiele. Der macht ein bisschen Lärm. Und dann wollte ich noch ein paar Lüfter anbauen. Mal sehen, ob ich hinkriege. Das ist jetzt. Ja, müsste irgendwie ranschrauben. Den Bereich muss ich gucken, wie ich da rankomme. Das ist das nächste Problem. Strom würde über Verteiler gehen. Also gibt es so einen Teil, das ist ein Kabel zu kaufen. Weil die haben ja nicht viel Leistung, die Lüfter. Die haben ja nur 1,5 Watt. Das geht. Da muss ich halt die Luft von oben ein bisschen reingedrückt. Oder rausdrücken, keine Ahnung, wie ich da rumgehen. Jo, wir sind noch, haben wir noch fertig wollen es machen. Das ist ganz wichtig, dass wir nächste Folge, nächste Woche nicht mehr tellern, ne? Machen wir die eine Arbeit, mir reinigen. Können wir ja machen. Fahrzeug reinigen, Gerät reinigen, geht dann automatisch. Muss aber gemacht werden, ne? Denn nach der auf der Straße fahren, dann ging einigermaßen, da war nicht schmutzig, aber jetzt auf dem Feld. So ganz schön, ne? Aber das Feld wird kleiner jetzt, ne?
für den Flug müssten wir auch einen stärkeren Traktor haben, das kommt noch hinzu. Deswegen sei mein Flug ist gar nicht mal so interessant jetzt, ne, vom Finanziellen her. Stärkeren Traktor, den Glas, den größeren. Ja. Das wäre doch ganz schön teuer, wenn man sich das mieten muss, ne? Oh, nee. Also mit vollem Magen bin ich meistens müde. Das ist leider so. Aber dringend auf C drücken, ne? So. Ein bisschen haben wir noch. Aber wir können mal 10 Minuten aufhören. Wir müssen noch die Restarbeit machen. Nach 10 Minuten aber nicht. Können wir nicht aufhören. So eine kurze Folge mache ich auch wiederum nicht. Und dann gehen wir gleich bei und machen die Restarbeiten da oben am Feld. Gehen wir Lenkung raus. Wow, und dann gehen wir Gas. Fahren wir hier lang. Ich glaube, hier ist kürzer. Aber ich weiß so schön, glauben muss ich wissen, ne? Wie auf dem Feld fahren wir, sind so eine Spuren hier. Vielleicht mal hier auch mal lang gehen. Also. Zaun kann ein bisschen später. Macht aber dann wirst du, deswegen fahren wir nicht rauf. Schön langsam, schön langsam. Und die rechts auch nicht, das ist auch nicht tragisch. Nur hier oben die das größeren Stellen. Hier ungefähr. Gas geht, Junge, Gas. Ja, dann fahren wir noch zurück, ne? Wie gesagt, alles gröbste halt, ne? Da oben will man nicht extra reinfahren. Das muss der Gruppe machen, ne? Macht er auch. So, fahren wir noch runter. Da hinten noch mal ganz kurz mit. So. Klappen wir auf und klappen zusammen. Ich glaube nicht, dass er während der Fahrt geht. Ich habe mal gesehen, es gibt da gewisse Sicherungen, die man einbauen muss. Und das kann man sicherlich nicht im Fahren machen. Ne? Und diesen Gerät fahren nicht, aber nicht gesehen, aber anderen Gerät. Und die Geräte sind da allgemein, was uns angeht, ähnlich, kann man sagen. Ne? Wird nicht unbedingt alles gleich sein, aber ne, und jedes Teil wird ähnlich sein, aber ein paar Sicherungen wird es da sicherlich geben, falls die Hydraulik aussagt, dass ich bei der Straße aufklappen könnte. Ne? Davon gehe ich aus, dass es überhaupt gibt. Ob man das hier im Spiel alles haben möchte, ja, ist ja eine Frage. Die andere Frage ist, ob sowas aufklappen könnte. Ne? So, fahren wir zum Hof. Aber hier gucken wir auf die Straße, ob Autos kommen. Ne? Jetzt um 9:30 Uhr, da sind schon ein paar Fahrzeuge unterwegs. Links kommt keine. Rechts schon. Oh. Bremse aber schlecht, du. Auf geht's. Ja, waschen auf jeden Fall. Da muss ich sehen, ob ich irgendwo eine Wartung machen kann. Ne? Ja, wir sind wieder in der Heimat, ne? Im Haus. Heimat ist es ja nicht, aber hier ist halt der große Haupthof. Ob es da auch Beeindruckungen gibt, ich weiß es nicht. Hier vorne ist Schubkarre, Rad, Katze, Waschplatz. So. Hier ist Waschen angesagt. So.
Frage ist nur, macht er gleich den oder alles, ne? Macht alles sauber. Da können wir tanken. Wo können wir reparieren? In der Garage vielleicht. Mal gucken wir gleich, ne? Das gucken wir noch, das machen wir noch. Ich würde ja das Anding ausmachen, aber jetzt mal gucken wegen Waschen. Ja, wegen Reparatur. Wegen Wartung. Ob das in eine Garage gehen würde. Das große Tor müssen wir nicht reinkommen. Zumindest rückwärts, ne? Haben wir viele Tore. Und da wollte ich immer nicht rein. Links oder rechts? Ich glaube, egal. Gucken wir. Da ist die Bühne, dann wollen wir da hinfahren. Ne? Anders lustiges. Oh, der Baum. Ja, Mieze. Ah, die Katze macht nur Geräusche, das ist jetzt nichts Besonderes. Ich glaube noch, wenn mich jetzt. Oh. Wenn mich jetzt hier irgendwas. Oh ja, Bremse. So, jetzt können wir hier gucken. Körperlenkpflege 2% und Kosten. Kosten 3000. Dauer. So. Das machen wir in der nächsten Folge. So schön haben wir gleich eingefallen. Eine halbe Stunde soll ich jetzt nicht warten. So, das soll es halt auch schon heute gewesen sein. Dann mal tschüss. Ciao, ciao, ciao. Mal was gucken. Ach so, man kann jetzt hier theoretisch. Das ist nur der Rebell. Mercedes-Truck. Armer Gewicht. Ach so. Na gut. Tschüss. Ciao, ciao. Und schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier bei Kettle und Kops am Samstag. Und wünsche euch ein schönes Wochenende. Tschüss.